Irgendwie muss man hier doch was machen, oder nicht? Ah, hier ist was. Ihr seid zu weit entfernt. Sag nicht, Ja, mich gleich drum. nicht mehr. So. Immer noch. Wächter. Die Brücke ist gefallen und endet im Tod. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Was ist die Brücke? Ich verstehe nicht. Was wollt ihr von mir? Ich will jetzt nicht antworten. Ich komme später wieder. Ruin. Alter. Gnade. Existenz. Leben. Krankheit. Ehre. Wohlstand. Die Brücke ist gefallen und endet im Tod. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Was ist die Brücke? Die Brücke ist gefallen und endet im Tod. Ja. Was soll denn dazu eine Brücke sein? Das Leben vielleicht. Existenz? Nehmen wir mal Leben. Leben ist die Brücke, die im Tod enden muss. Doch die Pflicht kann es begrenzen. Ihr spracht von der Brücke, aber das allein reicht nicht. Ihr seid nicht allein auf der Brücke. Nennt den Namen, um den Weg zu rufen. Er läuft mit euch, und durch ihn lauft ihr. Und doch lässt er euch hinter sich. Ich dachte, es gäbe nur eine Frage. Ich werde später zurückkehren, um euer Rätsel zu lösen. Die Brücke, das Leben, mein Vater, Barmherzigkeit, die Luft, Freundschaft, die Zeit, die Straße. Ihr seid nicht allein. Nennt den Namen, um den Weg zu rufen. Er läuft mit euch. Und durch ihn lauft ihr. Und doch lässt er euch hinter sich. Naja, die Brücke zerfällt mit der Zeit. Ob sie aus Stein ist oder aus was auch immer. Das Leben ändert auch, also läuft es nicht ohne uns weiter. Oder beziehungsweise lässt es nicht hinter uns. Ein Vater hatte ich auch nicht. Barmherzigkeit. Ja. Barmherzigkeit. Ihr seid nicht allein auf der Brücke. Nennt den Namen, Weg rufen. Nee, irgendwie auch nicht. Die Freundschaft. Tja. Durch die Freundschaft laufen wir nicht. Durch die Luft auch nicht und durch die Barmherzigkeit. Die Straße, die ist auch irgendwann. Die Zeit. Ja. Scheint logisch. Weil die ist vor allem da, die läuft mit ein und ohne Zeit, ja, wären wir, würde alles stillstehen quasi. Und die überlebt uns. Zeit ist bei euch und ihr bewegt euch durch sie. Und immer bewegt sie sich vorwärts. Zeit verstreicht mit und ohne euch. Doch die Pflicht lässt sie manchmal warten. Die Brücke ist nicht beständig und das Ende verändert den Ort. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Sagt mir den schwersten Schritt auf der Brücke. Wie viele Fragen muss ich beantworten? Ich werde später zurückkommen und antworten. Der erste, denn das Unbekannte macht Angst. Der, den man gerade tut, denn er allein ist meine Wahl. Der letzte, denn das Ende der Reise ist der Tod. Die Brücke ist nicht beständig und das Ende verändert den Ort. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Der erste, denn das Unbekannte macht Angst. Der, den man gerade tut, denn er allein ist meine Wahl. Nehmen wir einfach mal 3. Der erste Schritt ist nicht die eigene Entscheidung. Ihr findet euch durch Vorsehung auf der Brücke wieder, die man das Leben nennt. Der erste Schritt ist getan, ehe ihr angefangen habt. Ihr habt versagt. Der Tod schickt seine Diener zur Belehrung. Ah, gut. Was haben wir denn da? Eine höhere Mumie. Ich habe getroffen. Die zieht was weg. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Die ist anscheinend nicht sehr gut zu treffen, Yoshimo. Was braucht ihr? Geh mal weg da. Torm ruft euch zu sich.
Keine Erfahrungspunkte oder was? Lug und Betrug. Wieso bringt sie die Ashimo noch um, obwohl sie nicht mehr da ist? Lug und Betrug. Ja. Können wir ihn wiederbeleben? Ja? Nein. Juhu. Nochmal das Gerät. Wir kennen die Antworten dabei, ja. Ich hoffe, ich habe vorher gespeichert. Inständig. Laden. Na ja, gut. Ich habe mir die Treppe, die Stufe entschärft. Wollt ihr nicht auch ein bisschen metzeln? Ich hoffe, dass ja, jeder möchte los metzeln. Jetzt! Rein ins Blutbad! So, schauen wir mal. Das war Leben. Zeit. Wie viele Fragen muss ich? Ich werde später zurückkommen und antworten. Der, den man gerade tut, denn er allein ist meine Wahl. Der schwerste Schritt auf der Brücke. Der letzte, denn das Ende. Nee, den, den man gerade tut, denn er allein ist meine Wahl. Ja, dann müsste es das ja sein. Der jetzige Schritt kann euer erster und auch euer letzter sein. Die beiden anderen sind abstrakt. Dieser eine aber könnt ihr wählen und gestalten, auch wenn die Wahl vom Schicksal zwingend vorgegeben sein kann. Ihr habt den Weg gefunden und dürft euch der Bewachung anschließen. Die Pflicht erwartet euch. Ja, jetzt, mit einem ohrenbetäubenden Kreischen von aneinanderreibenden Steinen repariert sich die Brücke von selbst. Ihr könnt jetzt auf die andere Seite gehen. Die Stimme stellt euch keine weiteren Rätsel mehr. Speichern wir. Da hätte ich auch gleich drauf kommen können, dass das der jetzige ist. Sagt mir, ich kümmere mich drum. Naja. Was soll's? Ich halt denke, nicht. Ich bin soweit. Aber irgendwie fehlen noch die Betrachter, die ich hier irgendwo erwarte. Ah ja. So viel zu Betrachtern. Grof unverletzt. Stimmt mal auf ihn zu. Ja, sie können, mal davon abgesehen, dass es äußerst asoziale, blöde, dumme Magier sind, die viel zu viel zaubern, können die Viecher, sage ich das am besten. Einfach so töten. Ja, einfach so töten beschreibt es ziemlich gut. Besonders das sind jetzt noch die kleinen, niedlichen. Es gibt später die großen Bösen. Die gucken einen an und man ist tot. Oder man ist verwirrt, man läuft nur noch dumm rum. Man ist genervt und... Ja, Betrachter sind nett. Wie auch immer er jetzt gestorben ist. Ich will noch lange so rumbräger. Es gibt einer davon 6000 Erfahrungen. Ihr tragt die Wunden des Kampfes mit Würde, Keldorn. Ein Krieger mit euren Fähigkeiten würde in meiner Heimat Rashemen respektiert werden. Ich bin nicht stolz auf meine Wunden, lediglich auf den gewonnenen Kampf. Die Tatsache, dass ich die Möglichkeit habe, meinen Körper für die gerechte Sache zu opfern, bedeutet nicht, dass ich das auch gerne täte. Ja, interessant. Das beste Beispiel besteht darin, auch den Sieg über das Böse stark, auch beim Sieg über das Böse stark zu bleiben. Meine Wunden messe ich keine Bedeutung bei. Dies Bo ist ein legendärer Held. Misk fühlt sich geehrt, an eurer Seite kämpfen zu dürfen, Keldorn. Es ist keine besondere Ehre, mit mir gemeinsam zu kämpfen. Es ist eine Ehre, für das Gute zu kämpfen. Denn das ist der Quell meiner Kraft. Ein Brunelger steht da rum. Ich war eine gute Idee, aber hier unten war noch was. Aber erst suchen wir danach Fallen. Was braucht ihr? Ich bin ein Fachmann im Ausweichen. Ja, egal. Ich kann auch auf einer Nadelspitze so, tanzen. So, gucken, ob da Fallen sind. Lucky, Lucky. Ja? Nix? Sonst sind hier keine versteckten Schätze oder sonst was? Gut, gut. Dann gucken wir mal rein. Ein sieht aus wie ein +2-Hammer. Zumindest guckt ihr das mal genau an. Hier nehmen wir raus. Blöger hat jetzt nicht so viel Schaden bekommen. Keller ordentlich. Was kannst du noch? Du kannst Schutz vor Bösem, Magie bannen und wahrer Blick. Eri, kannst du noch heilen oder müssen wir jetzt mal langsam ausruhen?
Ein bisschen heilen kannst du noch. Seid doppelt vorsichtig. In Heimer Keldern und wir gucken, ob wir uns selbst heilen können. Mausefallen dort im Dunkeln nur auf unsere hineintappenden Zehen warten. Ja, Yoshimo redet einfach so rum, obwohl er nicht gefragt wurde. Da kann man jetzt nichts gegen machen. Mir fällt ja eh ständig jemand ins Wort. Oder egal, wird das jetzt heute noch mal. Was haben die denn mit dir gemacht? Bezauberung. Ja, Entzug von Lebenskraft hast du schon die ganze Zeit. Ah. Ja, selbstverständlich. Wenn man von dir spricht. Oder von der Bezauberung. Was sofort. Ja. So, einmal speichern. Komm, der Rede wert. Und weiter geht's. Das waren aber nur, waren es jetzt drei oder vier? Ich meine, das waren... Oh, was haben wir denn da?